Grüß Gott, wenn es einen gibt, meine Damen und Herren. Mein Name ist Wagner. Ja, der Wagner. Heinrich Leopold Wagner. Ich bin der leider viel zu früh verstorbene gute Freund von Johann Wolfgang Goethe, der viel von mir gelernt hat. Zum Beispiel von meinem Meisterwerk Die Kindermörderin, der weltbekannten Tragödie, die ich 1776 geschrieben habe. Wie bitte? Die kennen Sie nicht? Ja, also dann jetzt mal hier eine Zusammenfassung mit dabei sind. Evchen Humbrecht, die 18-jährige, aber anständige Tochter des Metzgermeisters Martin Humbrecht, bei dem die Rinder wahrscheinlich schon vom Angucken umfallen, ist ein bisschen cholerisch und verheiratet mit Mutti Humbrecht. Es gibt noch einen dritten Humbrecht, nämlich Magister Humbrecht, das ist der Cousin vom Meister Humbrecht. Und der ist Theologe und gibt Evchen ein bisschen Klavierunterricht. Vielleicht wird sie ja mal seine Pfarrerin, man wird sehen. Die Humbrechts haben ein großes Haus und deswegen vermieten sie zum Beispiel an Leutnant von Gröningseck und Leutnant von Hasenbrück. Die sind beide vergnügungssüchtig, wie junge Leutnants nun mal sind. Aber während der Gröningseck im Grunde seines Herzens ganz in Ordnung ist, ist der Hasenpot eigentlich eher so ziemlich hintenrum. Die anderen Figuren kriegen wir, wenn es soweit ist. Die Handlung spielt etwa zur Entstehungszeit in Straßburg und dauert ominöse 9 Monate. Los geht das Ganze in einem ziemlich heruntergekommenen Bordell, in das Leutnant Gröningseck Mutti und Evchen Humbrecht hineinbuxiert. So, rein mit euch zwei Hübschen. Und ist das denn auch ein anständiges Gasthaus hier? Na klar, wir nehmen hier nur eine kleine Currywurst, also so ein Frühstück zu uns und dann geht's nochmal auf den Ball. Da hat er sie nämlich hingeschleppt. Die Mädels gehen sich kurz richten und dann kommt die Bedienung und er so, hey Babe, lange nicht gesehen. Ja, weil du mir nämlich noch Geld schuldest. Und er so, hier hast du dein Geld und dann will ich einen kleinen Gefallen. Ich will nämlich, dass du nachher, wenn ich Punsch bestelle, in die erste Tasse das Pulver hier kippst. Und sie so, mal sehen, mach das. Und dann füllt er die Damen nach allen Regeln der Kunst ab. Und Mutti so, wir müssen dann jetzt aber auch nochmal nach Hause. Nix da, hoch die Tassen und dann geht's nochmal zum Ball. Und jetzt Punsch her! Und dann serviert die Bedienung den Punsch und Mutti trinkt eine Tasse und wack, bricht zusammen und sie so, hä, Mutti, was ist denn los? Die wacht in einer Viertelstunde schon wieder auf und bis dahin kommst du mit. Nein! Er zerrt sie in den Nebenraum und vergewaltigt sie, während die Bedienung in aller Ruhe Muttis Schnupftabaksdose klaut. Anschließend kommt Evchen wieder raus und sagt, ja, schlaf nur weiter, Mutti, während deine Tochter zur Hure gemacht wird. Und er so, kannst du noch ein bisschen lauter schreien, damit alles hören? Du Teufel, jetzt reg dich mal nicht so auf. In 5 Monaten bin ich volljährig, dann heirate ich dich. Und sie so, wirklich? Na gut, so lange kann ich warten. Ein Kuss. Und dann fasst du mich nicht mehr an, bis wir verheiratet sind. Und irgendwie beeindruckt ihn das. Und er hat jetzt wirklich vor, sie zu heiraten, obwohl das nicht von Anfang an sein Plan war. Die Partynacht hat andern Tags noch ein Nachspiel, denn der Metzgermeister findet das überhaupt nicht in Ordnung, dass die Mädels ohne sein Wissen ausgerückt sind. Du gönnst uns überhaupt nichts! Das gehört sich einfach nicht für anständige Metzgersfrauen. Da kommt der Magister und sagt, ist Evchen krank? Ich meine, wegen Klavierunterricht? Und die so, tö, krank? Die hat die Nacht durchgemacht, hier vom wegen auf dem Ball. Ist ja nicht so schlimm, ich war auch schon mal auf dem Ball. Was? Und er ist beleidigt und dampft ab. Dann kommt der Leutnant. Und die beiden lernen sich kennen. Angenehm, angenehm. Hier, der Magister war auch schon mal auf dem Ball. Ach echt? Ja, wir Theologen sind gar nicht immer so konservativ. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Reformpädagogik. Aber da kommt Evchen und jetzt gilt die Aufmerksamkeit natürlich ihr. Und der Leutnant so, also wenn ich gestern irgendwie, ja. Und wenn ich irgendwas für sie tun kann, ja, Wort halten. Ja klar, ich muss zum Dienst. Und wie ist es mit Klavier? Nein, ich habe Kopfweh. Und dann kommt ihr Papa nochmal reingestampft und sagt, wirf die Hure raus. Und die so, was? Nein, Gnade. Was ist denn, Evchen? Ich meine, du sollst diese Mieterin, Mutter mit Tochter, rauswerfen. Die Tochter kriegt ein uneheliches Kind von einem Soldaten, wenn meine Tochter sowas machen würde. Nein. Was ist denn? Jetzt lass den Tisch mal decken. Etwa 5 Monate später sitzt der Leutnant depressiv verstimmt in seinem Zimmer und sein Kamerad Hasenpot versucht ihn etwas aufzurichten. Komm Gröni, wir cruisen ein bisschen, das Wetter ist voll geil. Und er so, nee, ich hab keine Lust. Was ist denn los? Ist das, weil du Evchen geknackt hast? Wie, was? Wer sagt das? Hey, wir sind doch Freunde und außerdem habe ich dir doch das Schlafpulver besorgt, oder? Ich hätte es nie tun dürfen. Also doch, psst, da kommt wer, sagt ja nichts. Und da kommt der Magister rein und der Gröningseck so, Herr Magister, wenn Sie Evchen sehen, dann sagen Sie ihr, dass sie sich immer auf mich verlassen kann. Und der so, okay, findet das schon ein bisschen strange. Und dann kommt noch der vorgesetzte Major und sagt, hier ist Ihr Urlaubsschein, Gröningseck. Und der so, ach, danke, endlich Urlaub? Wieso hast du mir nichts erzählt? Und dann erzählt er noch so ein bisschen Duellgeschichten. Irgendwann sind die zwei endlich weg und der Hasenpot so, also jetzt, was hast du vor? Sie ist schwanger und ich werde sie heiraten. Was? Du spinnst ja wohl. Wieso? Du bist Leutnant und sie ist
ist eine Metzgerstochter. Ich höre bei der Armee auf. Ein bisschen Geld habe ich und ich finde auch einen Job. Ich muss jetzt weg. Und der schüttelt so den Kopf und sagt, du alte Spaßbremse, dir mache ich einen Strich durch die Rechnung. Wart's nur ab. Währenddessen melancholisiert Evchen in ihrem Zimmer vor sich hin und ihre Mutter so, sag jetzt, was los ist, seufz und hör mit dem Geseufze auf. Du hast deine Mutti gar nicht mehr lieb, sonst würdest du ihr sagen, was los ist. Das geht aber nicht und entweder wird alles gut oder ich sterbe. Ha, Papa! Wieso hast du nur immer so Angst, wenn du mich siehst? Einfach so. Bist du jetzt auch wieder fröhlich? Ja, total. Na also. Und kaum sind die weg, kommt der Gröningseck ums Eck. Und sie so, ha, es ist mitten in der Nacht, was tun Sie hier? Ich will mich nur verabschieden, ich fahre nach Hause, ich bin in 2 Monaten wieder da. 2 Monate? Wenn Sie mir Wort brechen, dann hau ich ab, geh in die Wildnis und erspare dem vaterlosen Kind und mir eine weitere Schande. Nein, bitte nicht machen, Ehrenwort, ich bin so schnell wie ich kann wieder da. 2 Monate? Maximal. Also dann knutsch und jetzt tschüss. 2 Monate vergehen, aber kein Gröningseck kommt zurück. Lissel, gib mir mal deinen Mantel, du kannst meinen haben. Und sie so, ja, hier, bitteschön. Boah, dieses Schwein Gröni, ich hätt's wissen müssen, mir so einen Brief zu schreiben und mich an Hasenpot als Hure weiterzureichen. Ich hau ab. Weg ist sie, knapp verfehlt vom Magister, der sie gesucht hat, Evchen, und der sich jetzt an ihren Vater wendet und sagt, hier, Herr Vetter, ich muss dir was sagen, aber du musst mich ausreden lassen. Evchen ist in der Kirche ohnmächtig geworden, als der Pfarrer was von Nicht-Ehebrechen gesagt hat. Ich glaub, du spinnst. Ich hau dir eins. Dann kommt seine Frau und sagt, was ist denn los? Schrei doch nicht so, dass die ganze Nachbarschaft es hört, weil der sagt, Evchen wäre eine Hure. Ich glaub, es hakt. Und sie brüllt noch viel lauter. Du undankbarer Federfuchser, bitte stopp. Ich mag sie ja auch total gern und ich würde sie sogar heiraten. Ich habe nur diesen Brief hier von Gröningseck gekriegt. Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich Evchen heiraten werde und ihr Balg kann sie ins Waisenhaus geben. Das hat der Gröningseck nicht geschrieben und sie zerfetzt den Brief. Und außerdem kann sie nicht schwanger sein, weil ich ja immer dabei war. Wo ist sie eigentlich? Und sie geht sie suchen. Da kommt der Fausthammer vorbei. Das ist so eine Art Hilfspolizist und sagt, Master Humbrecht, was denn? Ich habe hier eine Tabaksdose. Sag mal, bist du nicht das Arschloch, das neulich dieses 5-jährige Kind totgeschlagen hat? Na, das Kind hat unerlaubt gebettelt. Ach ja, ich hätte dazu einen Kommentar. Und er schlägt ihn windelweich und der so, boah, das sage ich meinem Chef. Da kommt Mutter Humbrecht wieder und sagt, die ist weg, hoffentlich hat sie sich nichts angetan. Und da steht der Fiskal plötzlich im Raum, das ist der Chef von dem Fausthammer und sagt, so, schlagen Sie gewohnheitsmäßig Polizisten? Sorry. Naja, wir sind wegen einer Schnupftabaksdose da. Ja, das ist meine, die hatte ich verloren und vermisst gemeldet. Nee. Die hat ihnen die Bedienung im Bordell geklaut. Die hat nämlich gestanden und sie hat sie auch mit K.O.-Pulver ausgenockt. Was? Dann ist sie da vergewaltigt worden. Meine Tochter ist weg. Helfen Sie, retten Sie. Und die so, ja, wir suchen sie. Die Polizei findet sie aber nicht. Denn Evchen versteckt sich in Marzahn. Bei Frau Martan. Das ist eine bettelarme Lohnwäscherin, die ansonsten sehr hilfsbereit ist. Dort hat sie ihr Kind zur Welt gebracht, das jetzt schreit. Rabä! Oh Gott, das Kind schreit vor Hunger. Geben Sie mir doch bitte was zu essen. Ja, ich hab nix. Sag mal, was hast du gesagt? Wo hast du früher als Dienstmagd gearbeitet? Bei dem Metzger Humbrecht. Ach echt? Na pass auf. Ich hab gehört, dem seine Tochter soll sich umgebracht haben und dann ist die Mutter an gebrochenem Herzen gestorben. Und der alte Humbrecht hat jetzt 100 Taler Belohnung ausgesetzt, wenn man was von seiner Tochter weiß. Und sie so, was? Na dann pass mal auf, geh zu ihm und sag ihm, dass bei mir alles in Ordnung ist. Ich bin seine Tochter. Ernsthaft? Okay. Und sie so, endlich ist sie weg. Jetzt ist Schluss, du armes Würstchen. Du wirst das nicht durchmachen, was ich durchmachen muss. Und sie ersticht ihr Kind mit einer Nadel in die Schläfe. Und das Kind so, wah! Und sie singt darüber, schlaf, Kindchen, schlaf. Natürlich kommt sofort der Vater, als sie das Kind getötet hat. Der ist jetzt völlig durch den Wind und sagt, Evchen, bitte verzeih mir, du Hure, du hast deine Mutter umgebracht, hab Mitleid mit deinem Vater. Und sie ist nur so, da. Dann kommt die Martan und sagt, oh nee, sie hat's umgebracht, Polizei. Und jetzt, als es zu spät ist, kommen sie alle aus den Ecken. Als erstes der Magister, der sagt, die Briefe waren überhaupt nicht von Gröningseck, der war krank, die waren alle von dem Hasenpot. Und kaum hat das gesagt, da steht der Leutnant selbst im Raum und sagt, Evchen, hast du wirklich unser Kind? Ja, ich musste ja, wegen dem Brief. Hasenpot! Und die Polizei kommt und sagt, tja, das gibt eine Todesstrafe. Ja, aber sie ist doch unschuldig. Ich reite sofort zum König und lass sie begnadigen. Und sie sagt, nein, ich will sterben. Lieber heute als morgen. Hier, Leutnant, nimm Geld. Jetzt reit schon los.
Naja, und damit endet mein Stück. Und das ist ja wohl total sozialkritisch und politisch committed und voller Leidenschaft. Und ganz schön viel hast du geklaut aus meinem Urfaust, gell? Von wegen Schlaftrunk für Mutti, Ohnmacht in der Kirche, Kindsmörderin und so. Hallo Johann Wolfgang. Ja, da siehst du mal, dass man selbst aus deinen Ideen ein richtiges Theaterstück machen kann und nicht so ein Chaosprojekt wie Faust. Das wird bestimmt nie aufgeführt. Heini, ja? Halt die Klappe. Und das, liebe Gemeinde, war die Kindermörderin von Heinrich Leopold Wagner. Vielen Dank.